Herzlich willkommen zurück bei FIFA 14 Ultimate Team. Ja, WM-Modus. Zwar ist keine WM mehr, aber das ist mir eigentlich voll egal, weil der Modus irgendwie cooler ist als der normale. Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall WM-Modus, wie. Also, der Yogi. Machen wir hier Turnier. Online-Turnier. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Kann ich fahren. Denn das Problem ist ja, wenn ich dann bei 360 wieder spiele, dann wird das ja nicht übernommen, dann wird einfach wieder der Stand gelöscht und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ja. Hut hat it out. Okay. Drück doch. Wie es einfach immer ein Engländer ist, ich weiß nicht. Jetzt habe ich gar nicht nach der Fitness geguckt. Das ist doch scheißegal. So, mal gucken, was der Gegner so zu bieten hat. Ja. Doch, annehmbar. Ja, an sich ein gutes Team auf jeden Fall, denke ich. Hatte jetzt nicht große Schwächen, außer dass Ramirez jetzt vielleicht nicht so der beste defensive Mittelfeldspieler ist, meiner Meinung nach. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich gewinnt er jetzt sowieso da jeden Zweikampf oder so. Das wäre doch typisch. Und auch wenn es nicht wirklich eine Ausrede ist, also vielleicht gewinne ich ja, wer weiß. Aber auf jeden Fall mein erstes Spiel. Ja. Oh Gott. Wir waren nämlich eben noch in Köln. In Kolokne. Ja, Alter, wie schnell. Jesus, natürlich ist es dann auch nach Ramirez und das war so klar. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir waren in Köln, weil die Bock auf KFC hatten. Weil das Blöde war, weil ich heute bei dem Maurice übernachte, bei Maurice. Ja, wollte ich meine Xbox mitnehmen, hat dann aber natürlich, so schlau wie ich bin, meinen Controller vergessen. Ist mir dann natürlich auch erst im Bus eingefallen. Und dann sind wir kurz zu mir gefahren, dann ist uns eingefallen, ja komm, Bock auf KFC, lass mal hinfahren. Und ja, deswegen waren wir bis eben noch in Köln. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir jetzt überhaupt? Irgendwie, keine Ahnung, 20 nach 8 oder halb 9 oder sowas? Ja, 20 vor 9. Und dann haben wir uns schon gedacht, ja, nehmen wir doch jetzt mal FIFA auf. Also das heißt, wir, ich eigentlich eher. Maurice macht ja den Starten und Beenden Part. Dafür habe ich ihn arrangiert, kriegt er seine 3 Cent pro Stunde. Aber der macht das echt professionell, der Maurice, muss man schon sagen. Der legt der Herzblut rein in die Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge schon mit Xavi gespielt habe. Wenn nicht, dann ist das das erste Spiel hier mit Xavi. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Schon was länger her. Oh, Shaqiri! Oh, Latte! Gottes Willen! Ey. So in der Driss. Und was ich hier auch schon mal an der Stelle sagen kann, FIFA kommt ja, glaube ich, also FIFA 15. Kommt ja, meine ich, irgendwie am 27. September oder so raus. September sage ich schon. Doch, September war doch richtig, ja klar. Und ich fange ja meine Ausbildung auch am September an, also am 1. September. Und das heißt, dass ich mein erstes Gehalt so 1.10. ungefähr bekomme, also am 1. Oktober. Und dann werde ich mir von diesem Gehalt auch die Xbox 1 holen. Und das haben die doch immer bei dieser E3-Dings gesagt, ne? Xbox 1. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die dann holen, direkt mit FIFA 15 zusammen. Das heißt, dass ich ein bisschen später erst FIFA aufnehmen kann. Also, dass nicht direkt zum Release eine Folge rausgehauen werden kann oder sowas. Das tut mir da leider leid. Tut mir das, ja, leider leid.
aber ist leider vom Geld nicht möglich, weil ich so dass die, keine Ahnung, 4 Euro oder 4 Euro die 400 Euro jetzt nicht unbedingt habe, weil ich gerade die 4 Euro nicht per Hand habe. Gottes Willen, ne? Zeig das mal, wie neck ist. Ach ja, Ich Alter, ich erzähle habe. erstmal, was mir um Gelusine Ja. im Also, wir waren in Köln, Rudolfplatz. Ist da ist so alles so KFC und so. Daneben ist noch Mc's und da waren wir erstmal KFC. Und dann wollten wir aber noch eine Cola holen. Und wir glauben, also ich glaube, bei Mc's ist das irgendwie billiger, die Cola, weiß ich aber jetzt nicht. Deswegen sind wir, sah es erstmal total behindert aus. Wir gehen aus KFC raus, 2 Meter nach links und dann Mc's direkt rein. Und dann wollten wir uns eine Cola holen und das ist mir so eingefallen. Also, Maurice eigentlich eher. Ich könnte mir doch auch einfach ein 1+1 Ding da holen. Habe ich dann so gedacht, ja, ist insgesamt billiger. Also, weil ich dann ja die Cola für weniger bekomme als sonst. Bei Maurice musst du, glaube ich, 1,20 oder so bezahlen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie viel das kostet. Und dann, ja, wollte ich das so machen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe nicht so wirklich nachgedacht. Ich war so ein bisschen so woanders, sag ich mal, mit meinen Gedanken. Und dann dachte ich, ich hätte zwei 1-Euro-Stücke in der Hand. Hatte aber nur zwei 50-Cent-Stücke in der Hand. Hab die, also da meinte der so halt eben, ja, das 2 Euro kostet, ist ja klar, ne? Gib den so die 2,50 Cent. Guckt ihn da so an. Dann meinte der so, ja, da fehlen noch 1 Euro. Und da habe ich aus irgendeinem Grund verstanden, da fehlen 10 Cent. Da habe ich so gesagt, hä, haben Sie nicht mehr diese 1x1, 1+1 Dings da? Der so, doch, ja, da fehlt dann trotzdem noch 1 Euro. Da habe ich schon wieder 10 Cent verstanden aus irgendeinem Grund. Hab den so 10 Cent gegeben, gucke ich den so an. Und dann meinte der so, da fehlt immer noch 1 Euro, ne? Und dann habe ich das, ich habe den so die ganze Zeit angeguckt, ich habe das gar nicht verstanden, was der von mir wollte. Und dann gucke ich so, was ich dem gegeben habe. Und dann ist mir das jetzt eingefallen. Und dann musste ich irgendwie so voll lachen. Und dann meinte ich so, ja, okay, sorry, hab mich vertan. Dann habe ich dem was Geld gegeben, war es immer noch zu wenig, musste ich ihm wieder irgendwie noch 10 Cent geben. Und dann stand ich da, keine Ahnung, so 5 Minuten oder so. Maurice sich übel am Ablachen. Und dann hat der Verkäufer auch noch Maurice angeguckt und da musste der so voll lachen, der Verkäufer. Und das war das erste Mal, dass ich mich dümmer als ein Meckes-Verkäufer gefühlt habe. Ja, es war schon ein bisschen traurig, also ich kam mir echt behindert vor. Wie so, keine Ahnung, so ein Scheißkind, was irgendwie, ich weiß nicht, total dumm ist und irgendwann da arbeiten wird. Nix gegen Meckes-Arbeiter, ne? Klar, man kann da auch richtig Karriere machen, wenn du dann irgendwann Filialführer bist, da. Ja? Dann kriegst du schon Cash on the Tash. Aber so, wenn du da dein Leben lang nichts reißt und für immer da nur an der Kasse da chillst, weiß nicht. Dann hast du es auch nicht so ganz geschafft, meiner Meinung nach. Will natürlich jetzt auch keinen verurteilen, aber ja, meine bescheidene Meinung. Oh Gott, was mache ich? Ich bin so kacke. Total scheiße von mir. Wyden Fellow, was machst denn du da? Dem vertraue ich nicht mehr. Der hat lange Haare. Nee, weil er so viel Scheiße einfach mal bei mir macht. Weiß nicht. Was war das denn? Warum dahin? Einfach zu meinen Außenspieler, wie wär's? Aber ich vertraue ihn einfach nicht mehr, die beiden Fälle. Das ist ein Hurensohn. Die ganze Zeit nur Scheiße bei mir. Weißt du, der war auch bei mir, war bei FIFA 13 Schabi richtig scheiße. Weißt du, der eigentlich so dieser Kaufpunkt, den man da bei dem hatte, weswegen man den geholt hat, war eigentlich das Passen. Weil er halt eben das dafür die guten Werte hatte. Und genau das konnte er bei mir nicht. Er konnte einfach keinen Pass anbringen. Ich weiß nicht, das war einfach total scheiße. Konnte einfach nicht passen. Naja. Kann man Long. Okay, ich habe eigentlich auch angedreht geschossen, also den Knopf dafür gedrückt, also RB. Hat aber keinen Bock gehabt, anscheinend. Ah, verpiss dich doch! Wer war das? Quadrado, der drückt natürlich den Kedira weg, habe ich gehört. Naja, war mal wieder ein erfolgreicher Tag. Heute war ich mehr im Bus als irgendwo zu Hause. Weil ich erst heute Morgen 11 Uhr aufstehen musste. Ja, 11 Uhr ist für mich früh. Da wir auch Ferien haben, muss ich 11 Uhr aufstehen, weil ich erstmal zum Frauseur gegangen bin. Also nicht wundern, ich bin nicht behindert. Ich sag nur Frauseur aus Spaß. Natürlich meine ich den Friseur. Muss ich zum Friseur gehen.
Wo hat nochmal Zeit? Bin dann halt eben da zum, ich weiß nicht, ob ihr irgendjemand den Hürth-Park jetzt kennt. In Hürth halt. Das ist so da. Wenn man irgendwas einkauft, dann geht man eigentlich dahin, wenn man in Hürth wohnt. Muss ich da halt eben mit dem Bus hinfahren? Keine Ahnung, sagen wir 20 Minuten oder sowas. Ja, wenn du in der Nähe von Köln da irgendwo chillst, dann bist du meistens da. Weil Köln, weiß nicht, ob man unbedingt immer nach Köln reinfahren will. Aber wenn du in der Nähe von Köln wohnst, aber ich kenne ja auch viele, die in Brühl wohnen oder so, die dann halt eben so mit fahren. Aber ist ja auch Haben ja auch weh. nicht viel, ne? Also, Was? die haben ja auch nicht viel. Ja. Ja, Brühl ist echt ein bisschen kacke zum Einkaufen. Aber was ich einfach, worauf ich hinaus wollte, dass ich ziemlich viel Bus gefahren bin, weil ich erst halt eben, ja, dann zum Friseur, danach zum, wieder nach Hause, dann zu Maurice, dann halt eben wieder zu mir, wegen dem Controller, dann wieder zu Maurice, dann nach Köln und jetzt, also da sind wir jetzt nicht Bus gefahren, aber da halt in Bahn und dann wieder jetzt nach Hause, also zu Maurice halt. Ja, oh Gott. Ja. Naja. So viel passiert heute, Mensch. Ja, das war echt abseits, da war gar nicht das alles auf einer Linie. Wie die sich einfach selbst immer widersprechen. Komm, einfach mal versuchen. Wir hätten ja rein theoretisch, wenn irgendwas Cooles passiert wäre, hätten wir auch die Kamera mitnehmen können, aber haben wir nichts groß gemacht, wir sind einfach nur KFC fressen gegangen. Hätten wir das nachaufnehmen können. Wo wir gesagt haben, wir sind ein KFC. Ach, verpiss dich doch, Gottes Willen, ey. Richtiger Lelek hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Der Superman-Typ. Ist einfach der Übelste. Alter, was in Köln einfach für Menschen rumlaufen. Das ist so traurig. Also wenn du in der Nähe von Köln wohnst, da laufen teils Menschen rum, wo du so denkst, muss jetzt nicht sein. Ich würde jetzt nicht unbedingt so aussehen wollen. Auch dieser Typ, wo wir hier im Rheinpark waren, wo wir nach Hause gefahren sind, der da irgendwie so aussah, als ob der, ich glaube, der hatte so überall Heroineinstiche an seinen Armen und so. Keine Ahnung, Alter. Richtig seltsame Menschen in Köln. Irgendwie fast gar nichts zum Spiel gesagt. Ich lasse das hier irgendwie. Ich achte auch fast gar nicht so aufs Spiel. Führe auf jeden Fall 2-1. Was richtig fresh ist, richtig krass. Aber hey, das wollte ich gar nicht machen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mal reingeschissen. Komm her, Quadrado. Nein, wenn das jetzt ein. Gut, wenn das jetzt ein Tor gewesen wäre, das wäre peinlich. Oh man, maximal pigmentierte, look rich as fuck. Oh. Ich bin ja so ein Social Boy und sag nicht das böse Wort. Ich weiß eigentlich gar nicht. Was macht man denn? Also so die Dunkelhäutigen, die mögen es ja jetzt nicht unbedingt, wenn ein Weißer halt eben dieses unseriöse Wort sagt. Aber was ist denn, wenn man ein Lied mitsingen will? Ein Rap-Lied? Und da kommt ja mal das ein oder andere Mal dieses Wort vor. Die benutzen das ja sowas wie Bruder, weißt du? Und was soll man denn da machen? Soll man dann nick oder sowas sagen? Einfach so abbrechen oder was? Keine Ahnung. Crazy World auf jeden Fall. Crazy World. Ja, jetzt müsste ich mich mal. Oh, du Spast! Ich hasse. Ich. Ist mir scheißegal, dann tue ich danach einfach Form rein, weißt du, ohne Spaß. Wie ich einfach wegen Weidenfeller, wie der einfach mein Spieler dem die Beine weggezogen hat. Da jetzt, guck mal, er hat ihn direkt weggeklärt und dann zieht man. Was macht er da? Warum macht er das? Boah, ich hasse Weidenfeller, ne? Warum ist der in echt, also ich bin ja Bayern-Fan, irgendwie wenn Bayern gegen Dortmund spielt, dann ist Weidenfeller immer so überkrass, keine Ahnung, ich weiß nicht, der geht dann immer, keine Ahnung. Immer so richtig ab. Aber warum ist er dann nicht bei mir so gut? Also bei FIFA. Gottes Willen, Alter. Also, ohne Spaß. Ist der denn behindert oder so? Keine Ahnung.
bisschen groß für uns reingekommen. Hat er irgendwie so ein familiäres Ding am Laufen oder was? Weiß nicht, was das soll. Hat bei Wrong Turn mitgespielt oder so. Naja, aber jetzt mach ich das Tor, deswegen ist das egal. Zack, Junge. Zack. Und zack. Was los? Was los, Junge? Was los, Alter? Man hätte denken können, ich hätte nachkommentiert oder so, weil ich es gesagt habe. Krasse Kacke auf jeden Fall, Alter. Wie ich den da einfach geflaxt habe und richtig genommen. Da zack. Und dann bin ich gut turn, bam. Und dann nach innen gezogen. Einfach den Winkel klatschen. Ich dachte, ich schieße den da drüber oder so. Ich hätte fast geweint. Aber ich musste dann halt eben nicht weinen, weil ich den dann reingemacht habe. True Story, Bro. Naja. Ich mache jetzt noch ein Tor. Ne, okay, doch nicht. Aber das war schon echt cool, muss man schon sagen. Es war einfach so gesagt, ich mache jetzt ein Tor und dann mache ich auch noch ein Tor, weißt du? Das ist richtig badass. Badass. Please. Lose, zack, Junge. Dann zack, genommen. Und der Schuss. Okay. Leider kein Tor. Hoffentlich. Okay. Hoffentlich werden wir auch keins mehr kassieren. Ich meine, mit dem 3-2 wäre ich echt zufrieden. 4-2 wäre natürlich auch nicht schlimm. Ne, Klose, wenn du jetzt reinhaust. Okay, wird abgeflockt. Abgeflockt wird es. So, wir haben jetzt Ecke. Xavi bringt die Ecke rein. Er bringt sie rein, sie fliegt. Okay, die war total scheiße von mir. Den Konter unterbinden, indem ich einfach in seinem scheiß Arm reinlaufe. Zack, Junge. Oh, genommen. Komm, Shaqiri. Nein, what the hell? Wie konnte er den nicht reinmachen, Alter? Was bist denn du für ein Schweizer? Ich wollte gerade Schwede sagen. Okay. Nochmal. Ne. Zack. Ne. Ich mache jetzt keinen Konter oder sowas. Ne, kann er anscheinend nicht. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 89. Beinfäller. Okay, gut, gut. Hätte der das jetzt irgendwie verschissen, ne? Also dann wäre ich zu Ende gewesen. Ich glaube, dann hätte ich den auch in echt abgestochen oder so. Auch wenn er jetzt nicht so viel für seine FIFA-Karte kann, aber ist mir egal. Beinfäller ist kacke. Der fuckt mich immer ab. Ja, mach doch weg. Genau wie Subotic, den hasse ich auch. Subotic ist auch so ein Spasti einfach. Ach, gib mir doch wenigstens noch den Freistoß, Alter. Naja. Erfolgreiches Game. Boah, ich bin so cool und benutze Game, weißt du, so als Englisch. Ist ja auch geil. Erfolgreiches Spiel auf jeden Fall. 3-2 im Endeffekt gewonnen. Auch wenn es nicht so berauschend angefangen hat, wenn man das mal so nennen, ich hasse es, dass man das nicht wegdrücken kann, nennen kann, bin ich schon hier echt stolz auf mich, klopfen mir da auf die Schulter, ja doch, war richtig. Ja, das kann man aber wegdrücken. Mal gucken, wer ist ein Spieler des Tages, wer hat sich den Kicks verdient? Wer? Ja, das Set genau, das kann man direkt auch noch aufmachen. Benzema, oh so ein Süßer, Und die Stats stehen auch definitiv für mich. Ich war die geballte Power. Ist halt das Koreaner drin. Ja, das ist sowieso. Also entweder ist es ein Asiate oder irgendein anderen, den wir nicht kennen. Also irgendein Russe. Russe oder zieht man auch. Ja. Oder ich ziehe auch voll oft Russen irgendwie, ich weiß nicht. Das heißt voll oft, aber ich schon das ein oder andere Mal. Ein Russian Roulette. Aber da ist jetzt sowieso ein Neymar drin, von daher ist das scheißegal. Nee. Ich sag Koreaner. Oder Grieche. Palacio. Palacio, Freunde. Das ist doch gar nicht mal so scheiße. Den nehme ich doch mal direkt mit, den Glatzköpfigen mit einem kleinen Zopf hinten dran.
Maurice. Ganz ruhig. Ja, ich denke, in der nächsten Folge kann man dann direkt auch noch ein 5000er-Set aufmachen. Das werden wir dann da auch tun. Und ich, was hast du da getan? Was soll das? Naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch allen auch gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge.